Heute kämpfen zwei Paare nicht nur um den Sieg, sondern vor allem gegen die Zeit. Schlafen wird übrigens überbewertet. Good morning. Man verschätzt sich so mit der Zeit, gell? Macht so viel, wie ihr könnt. Lieber mehr und geht dann erst ins Bett. Nur wer im Team arbeitet, hat eine Chance. Kann ich dir irgendwas helfen? Nee, gerade nicht. Die Frage ist immer nur, hier, Zeit. Jetzt wird's knapp, oder? Ich möchte die Scheiße jetzt da oben haben. Das wird jetzt aber sportlich, ne? Vollgas. Heimwerken bis an die Schmerzgrenze und darüber hinaus. Gewinnen können wir das Ding nicht mehr. Das wird lustig, das schafft ihr nicht. Ja, jetzt müssen wir Gas geben. Zwei Paare, zwei Projekte und nur 36 Stunden Zeit. Im Duell der begehbaren Kleiderschränke treten an Marina und Markus mit einem Raum-in-Raum-Konzept und Claudia und Reinhard mit dem Ausbau ihrer Dachkammer. Welches Paar fährt heute die 1000 Euro Preisgeld ein? Sind es Marina und Markus? Sie wohnen im sächsischen Görlitz. Das liegt an der polnischen Grenze. Hallo. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Kommt rein. Im Eigenheim wohnt das Paar mit seinen 4 und 5 Jahre alten Söhnen. Das ist bestimmt eine Handwerkerfamilie. Wir sind seit 2013 in diesem Haus. Also wir haben nicht selber gebaut, wir haben gekauft. Und haben es einfach so ein bisschen uns schön gemacht hier. Die Männer, also mein Mann und mein Schwiegervater, haben unheimlich viel selber gebaut. Ja, und können wir euch ja gleich mal was zeigen. Wir haben drüben 2 Betten von den Kindern. Genau, gehen wir mal zu den Hochbetten. Genau. Das sind Selbermacher, das sieht man. Und die beiden Jungs profitieren davon. Dann habt ihr hier einmal das Bett von dem Großen. Ein Stelzenbett, genau, haben wir selber gebaut. Ui, was sagt der Experte? Sieht schon ganz ordentlich aus. Und sag mal, hat Marina da mitgebaut? Ich glaube, an der Schraube hat Marina mitgeholfen. Ansonsten habe ich das mit meinem Papa zusammengebaut. Und Marina hat die Wandmalerei gemacht. Genau, richtig. Der Boss ist sie und er macht die Arbeit. Die Rollenverteilung hätten wir also geklärt. Doch im Duell heute ist Teamwork gefragt. So, dann zeigen wir euch mal unser Baumhaus. Und das ist nicht etwa aus einem Bausatz entstanden, sondern Latte für Latte selbst entworfen. Das Baumhaus ist zweistöckig quasi, dass sie oben noch ein Podest haben. Das mussten sie auch erstmal gut lernen, hoch und runter zu kommen. Ja, und drin haben sie noch eine Möglichkeit mit Tafel und Kreide umzuspielen. Das haben wir früher geliebt, ne? Wir haben auf der Baustelle Holz geklaut und dann ab in den Wald und dann zack, 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 zusammengenagelt, Baumhaus fertig. Wie lange habt ihr dafür gebraucht? Ging das auch? Zack, 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 fertig? Ich glaube bestimmt eine Woche oder zwei insgesamt. Zum Schluss dann ist das schon. Ja, das hat das gedauert, weil immer wieder was dazugekommen ist. Dann haben da wieder 3 Bretter gefehlt. Weil wenn man ohne Plan baut, dann ist das halt so, dass irgendwie immer irgendwas fehlt und dann muss wieder was zugekauft werden und da wird wieder losgefahren. Na, hoffentlich haben sie jetzt alle Bretter an Bord. Als Team werden die sowieso funktionieren, weil die machen das nicht das erste Mal. Und wenn das beim ersten Mal schon nicht geklappt hätte, wären die heute kein Paar mehr. 560 Kilometer weiter südlich leben die Gegner in einem Vorort von München. Auch Familie Maulwurf stellt sich dem Duell. Der Name lässt schon mal auf viel Baueifer schließen. Aber erstmal geht's nach oben. Morgen. Morgen. Wer seid ihr? Das sind die Maulwürfe, kommt rein. Ich bin der Reinhard. Ich bin die Claudia. Eigentlich muss doch, wer Maulwurf heißt, im Keller wohnen. Also diese Maulwürfe wohnen im ersten Stock. Wie ihr seht, mögen wir es gerne kuschelig und gemütlich und verspielt. Spielen lasst ihr wohl auch gerne den DVD-Player. Eieiei. Ach, du meine Güte, als Filme? Boah. Wer schaut denn das alles? Ja. Ja, wir sind zu viert hier. Das ist also das Wohnzimmer, zu fünf. Und unsere 2 Jungs, der David und der Daniel, 14 und 8, bald 18. Beschreibt euch doch mal selbst. Sehr lebhaft, oder? Ja, lebhaft. Bisschen chaotisch. Genau. Ganz sicher sehr chaotisch. Ja, genau. In der kuschelig verspielten Eigentumswohnung haben Claudia und Reinhard fast alles selbst gemacht. Zeig doch mal das jüngste Projekt, bitte. Dann haben dann halt Säulen reingebaut. Und die Säulen haben wir dann gleich als Kratzbaum für die Katze benutzt. Damit die unsere Couch in Ruhe lässt. Genau. Und haben hier alte Teppichrollen. Haben wir uns besorgt und der Reinhard hat die, das sind glaube ich 100 Meter Sisalseil pro Säule. Pro Säule und die Katze nimmt es auch an. Ich glaube, handwerklich haben die was drauf. Maulwürfe, die ihre Katze überlässt. Na, das sind kreative Baumaßnahmen. Gebaut wird unter den strengen Augen der Konkurrenz und zwar im Dachgeschoss der zweistöckigen Wohnung. Was gibt's denn hier zu tun?
Zeig doch mal her. Das ist der Raum, den wir ausbauen wollen. Genau. So, die Tür ist sehr klein, aber nicht, es geht hier wieder höher. Ich mach mal da drin mal richtig Licht. Genau. Noch ist es natürlich eisig kalt. Sieht nach Arbeit aus. Weil ja noch keine Dämmung drinnen ist. Das ist der Raum? Das wird ein begehbarer Kleiderschuhschrank. Man darf hier nicht zu groß sein, man sieht's. Ja. Das wird auf jeden Fall herausfordern, weil ständig auf Knien alles zu arbeiten. Ja, und hier wird dann alles erst einmal gedämmt zwischen den Sparren. Es kommen dann Rigipsplatten drauf. Genau, da schauen noch. Dann wird der Wand da hinten noch eingezogen. Boah, nee. Und dann da in dieser Kriechhöhle da, na, ist ja Wahnsinn. Wenn wir Gas geben und uns nicht gegenseitig auf die Füße treten, dann schaffen wir das schon. Ja, ja. Und wer gibt handwerklich den Ton an? Ja, beide. Also ich arbeite natürlich nach Anleitung, weil der Meister ist hier. Sie ist Hilfsassistentin, sehr cool. Sollte der Kleiderschrank nicht begehbar sein? Nee, das ist bekriechbarer. Bekriechbar, aber der rührt. Ihr werdet schon sehen. Attacke. Viel Glück, Familie Maulwurf. Ansonsten könnt ihr euch ja noch vergraben, wenn es nicht klappt. In 36 Stunden will das Paar aus dem Rohbau im Dachgeschoss einen begehbaren oder eben bekriechbaren Kleider- und Schuhschrank bauen. So, jetzt schauen wir uns mal die Checkliste an. Isolierung und Dampfsperre als erstes. Stellwände aufstellen mit der ganzen Isoliererei und dem Aufbau dazu. Wände und Decke verkleiden, Installationsschacht einbauen, alles streichen, Boden verlegen und dann noch Einrichtung und Beleuchtung. 7 Punkte, 36 Stunden von mir. Viel Glück, aber das wird lustig, das schafft ihr nicht. Auf jeden Fall wollen auch die Münchner sehen, was die Gegner schaffen. Lass die Spiele beginnen. Und zwar in Görlitz. Was habt ihr denn vor? Das ist unser, warte, wir rutschen mal hier rüber. Genau. Unser Schlafzimmer. Sind jünger wie wir, viel jünger. Er kannte mein Sohn sehen. Und hier wird der begehbare Kleiderschrank gebaut. Begehbare Kleiderschränke ist einfach, muss heutzutage, braucht man. Davon soll die Tür hin. Hier komplett mit Einlegeböden gestapelt, dass man wirklich gut was reinbekommt. Und hier, wo Marina steht, dann eine Kleiderstange. Ja, das wird dann ein luxusbegehbarer Schrank. So. Und den Rest dann auch mit Einlegeböden, dass man so viel wie möglich Stauraum da auch wirklich bekommt. In der Dachschräge? Na, da musst du schon Erfahrung haben, sowas zu schaffen. Kleider machen Leute und erfahrene Heimwerker machen Schränke. So soll's am Ende aussehen. Ja, coole Idee. Schauen wir uns mal die Checkliste in Görlitz an. Ständerwerk aufstellen, Wände verkleiden, Regale und Kommode aufbauen, lackieren, Elektrik verlegen und Beleuchtung, einrichten und dekorieren. Und last but not least, du hast gesagt, du baust eine Tür ein. Das Duell der begehbaren Kleiderschränke. Raum in Raum gegen Rohbau unterm Dach, Görlitz gegen München. Startschuss für 36 Stunden Bauzeit. Und los. Na dann. Das erste Werkzeug in Görlitz, ein Stift mit Zettel. Fangt ihr jetzt erst an zu planen? Jetzt noch mal richtig genau messen. Genau. Ich rate von groben Zeichnungen ab. Ich bin lieber derjenige, der das genau macht. Vielleicht sind ja nur die Striche ungenau. Ja, sie haben auch eine Dachschräge, gell? Das ist nach 7 Minuten vermessen. Nun geht's an die Balken und Bretter für die Regale. Und zwar draußen im Carport. Die können auch im Garten arbeiten. Hm. Marina soll das Holz lasieren, aber nicht ohne vorherige Einweisung durch Markus. Steht extra da. Gut umrühren und dünn auftragen. Dünn. Es ist total idiotensicher. Bei idiotensicher gibt es die schönsten Sachen. Und deswegen macht's Markus besser mal vor. Oben, links, rechts. Und wie lange denkst du, was es zum Trocknen braucht? Dass ich die Rückseite noch mache? Anfassen. Anfassen. Ja. Wenn es nicht mehr klemmt bleibt, dann darf ich's drehen. Genau. Na dann, Marina, mal los mit dem Pinsel. Viel weniger. Viel, viel weniger. Mann, ist der streng. Naja, er ist ja nicht streng, er ist genau. Ich muss selber lachen. Er ist genau. Ja, momentan hat er jetzt den Durchblick einfach, ja, gut, was aber zu machen ist. Ist bei uns ja auch so. Und das ist auch okay. Also Fusch am Bau ist jetzt nie so unsers. Ob das wirklich so ist, schauen wir uns aber später noch genauer an. Die Aufteilung ist klar. Markus ist der Handwerker, Marina ist der Helfer. Kurze Selbsteinschätzung. Wie viel Prozent bekommt ihr sofort richtig hin? Boah, 50 Prozent. Nee. 70%. Naja, für einen Hobbyheimwerker doch gar nicht so schlecht. Für den Sieg schon. In München wird noch entrümpelt. So eine dunkle Ecke stellt man halt gerne mit unnötigem Zeug voll. Boah, das ganze Klump und Glodi muss ja noch rausgeräumt werden. Oh, da kommt schon ein bisschen Hektik auf, oder nicht? Nein. Was?
Ja, doch schon. Momentan sind wir ein bisschen hektisch veranlagt, ja. Sie sagt, nein, wieso denn? Ja, sehr gut. Ne? Sehr und er sagt, ja, momentan schon. Ihr räumt schon seit einer halben Stunde aus. Ja, ich glaube, dann liegen wir ganz gut im Zeitplan schon mal vor. Fürs Erste. So, wo ist der Patient? Schwester Claudia ist vorbereitet. Wie ein Teletubby mit ihrem weißen Anzug. Der dient als Schutz gegen die juckende Mineralwolle. Die muss nämlich zur Dämmung an die Wand. Sehr telegen, der Look. Was bekommen wir als Nächstes zu sehen? Also ich möchte jetzt eigentlich dieses U-Profil setzen, damit ich dann hier schon mal eine Begrenzung habe, wie weit komme ich überhaupt hier runter. An die U-Profile kommen später Gipsplatten. So schafft Reinhard eine gerade Stellwand für die zukünftigen Regale. Ein anderer Akku, der im Ladegerät drin ist. Nach 5 Sekunden musst du das erste Mal Akku wechseln? Ich habe den, glaube ich, noch nicht aufgeladen. Ja, also das Hauptsache, der Ersatzakku ist vorbereitet. Das ist auch kein Problem. Ja, also wenn der Ersatzakku voll ist. Ihr müsst 2 Akkus haben und 1 ist immer im Ladegerät am Laden. Immer. Das wäre ein durchdachter Plan. Das Paar fährt aber eine andere Philosophie. Schließlich ist Reinhard so gut wie Rumpelstilzchen. Ja, improvisieren ist das Wichtigste. Du kannst Stroh zu Gold spielen. Zu Kupfer. Ja nicht ganz. Aber er kann wirklich, er hat so die unmöglichsten Sachen möglich gemacht. Mal sehen, ob er aus dem Dachboden auch eine Ankleide spinnt. Als Nächstes verwandelt das Paar kratzige Mineralwolle in eine kuschelige Dämmung. Sonst wird's beim Anziehen frostig. Die Maulwurf Claudia scheißt sich gar nichts. Ich möchte Scheiß jetzt da oben haben. Während Claudia in München flucht und Marina in Görlitz streicht, hat ihr Mann Markus die U-Profile zugeschnitten. Und wie vorhin selbst vorausgesagt, zu 70% richtig gemessen. 70%. Was haben wir hier gemacht? Ja, haben wir uns mal schön vermessen. Ja. Pech gehabt. Nee, habe ich noch gar nie geschnitten. Ins 68 habe ich noch gar nie geschnitten. Das haben wir vergessen. Ist sympathisch. Also, amüsou. Sympathisch. Hab mich verschnitten. Gibt ja Gott los. Morgen um dieselbe Zeit lache ich da nie mehr, wenn sowas passiert. Na ja, gut, ich hab mir vielleicht schon ein bisschen eine genauere Zeichnung gemacht. Was sagst du, Markus? Ja, ist grobe Zeichnung, ne? Man kann alles drauf erkennen, was man erkennen soll. Grobe Zeichnung bedeutet grobes Schneiden und dann passt das nicht. So akkurat wie Markus ist, da gibt's gleich noch Verbesserungsvorschläge für die Frau. Ach so, Hast du was nie? Guck mal in eine Richtung. Also nie so machen, sondern immer nur so. Okay, ist das schwer? Ja. Okay. Also vielleicht noch mal komplett drüber gehen, wenn es geht. Mach ich mir einen Schritt. Ich muss halt immer wieder kontrollieren, das ist aber auch mit Sicherheit in Ordnung. Sie wird ja nicht immer einen Pinsel schwingen. Immerhin passt das Profil jetzt an die Schräge. Und was wird das? Das ist eine Dämmschicht, damit die nicht aus Versehen auf dem Fußboden fließen, klappern. Also bisher sieht das alles sehr, sehr gut aus. Achtet auf die Details. Ja, hoffentlich verliert sich der gelernte Koch nicht darin. Denn Details kosten Zeit. Schludern kostet allerdings Punkte. Vertrackt. Ich wollte jetzt bloß in den Fußboden nicht bohren. Wir haben Fußbodenheizung, der Fußboden ist neu. In Fliesenbohren hätte ich wieder einen Fliesenbohrer nehmen müssen. Das hätte relativ lange gedauert und so ist das eine vernünftige Obrach-Sache. Er weiß schon, was er tut, gell? Mhm. Mhm. Markus' Klebestil erinnert irgendwie an Gourmet-Teller anrichten. Da brauchst du aber einen wirklich guten Baukleber. Dass das richtig stabil ist. Sonst würden die Bodenleisten verrutschen. An die Decke und an die Wand schraubt Markus die Profile an. Nach 3,5 Stunden steht das Gerüst. Im Zeitplan? Nee, das war natürlich nicht so geplant, aber noch im Rahmen, oder? Es ist noch im Rahmen. 3,5 Stunden für die paar Profile. Und? Zufrieden? Bis jetzt schon. Dafür, dass ich das erste Mal mache, ist das schon. Ist okay. Man kann jetzt erkennen, was es werden soll. Ist ja logisch, ne? Wenn du so eine Schräge hast und dann baust was hin, und wenn das nicht parallel ist, sondern die Wand ein bisschen wegsteht, dann wird ja das hier länger. Ich stehe quasi in meinem Kleiderschrank. Also, bis dahin ist noch ein weiter Weg. Dieses Gerippe müsst ihr aber noch ordentlich füttern, dass daraus ein Ankleidezimmer wird. Und dann fehlen noch Regale und die Tür. Auch in München ist noch nicht allzu viel von der zukünftigen Schuhherberge zu erkennen. Claudia und Reinhard kämpfen mit der Mineralwolle für die Dämmung. Nur cool bleiben. Brauchst du keinen Schutzanzug, Reinhard? Ich kann das unterdrücken, das Jucken. Ich ignoriere das einfach. Ich nicht. Ich ignoriere, dass es juckt. Das ist auch eine Möglichkeit. Bist du Mann oder Maus, Mann? 2, 4, 6. Naja, wegen die paar Zentimeter da.
Mach ich mir jetzt nicht. Mach ich mich jetzt nicht ins Hemd. Läuft jetzt schief zusammen, dadurch wird die Wand hinten so, läuft die konisch zusammen. Naja, also vielleicht haben die ja auch konische Schuhregale. Oder wie ist das jetzt gedacht, Reinhard? Erklär doch bitte mal. So, bei den Rohbaugeschichten ist der Zentimeter nicht wichtig. Wer am Anfang ungenau arbeitet, hat am Anfang vielleicht nur 2 mm schief. Aber das summiert sich. 2 mm und 2 mm sind am Ende 4 cm.